Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, hier zu einem weiteren Stronghold Definitive Edition Video. Mit einer weiteren Belagerung von der Community. Und ja, wir gehen rein. Wir schauen uns heute die Map Chateau de Coucy Remake an, vom User Skeglu eingereicht. Und ja, ihr kennt den Drill. Ich versuche erstmal wieder einen Angriff auf sehr schwer mit dem, was das Spiel vorgibt. Oder mit dem, was der User vorgibt. Und wenn das nicht klappt, stelle ich das auf meine eigenen Ansprüche um, wo ich der Meinung bin, das könnte mit den und den Einheiten Komposition besser funktionieren. Und zum Abschluss verteidigen wir das Ganze nochmal. Wenn ihr selber Bock habt, auch eine der Maps des Burgpfads zu remaken, im Editor, im Karteneditor, dann tut euch keinen Zwang an, einfach loslegen, euch kreativ austoben lassen und reicht mir das Ganze gerne auf meinem Discord im Bereich Stronghold Community Content ein. Okay. Chateau de Coucy, ich würde sagen, wir gehen rein. Der heutigen Burganlage gehen bis in das frühe 10. Jahrhundert zurück, als der Erzkanzler und Erzbischof von Reims, Herive, um 920 eine erste kleine Befestigung zum Schutz seines Lehens errichten ließ. Im Jahre 1066 wurde Enguerrand der Erste de Beauvais mit der Burg Coucy belehnt, der ab 1079 mit dem Ausbau der Feste begann. Die Familie benannte sich in der Folge nach ihrem neuen Lehen. Die reichen und mächtigen Barone von de Coucy verbanden sich rasch durch zahlreiche Hochzeiten und den großen Hochadelsfamilien Europas. Als Statussymbol und Machtzeichen ließ Enguerrand der Dritte in einem Akt des kolossalen Ausbaus die Gesamtanlage ab 1220 in fast 20 Jahren mit einer Stadtmauer und Hauptburg, insbesondere den aufwendigen Donjon des französischen Mittelalters, errichten. Auf der Baustelle sollen 800 Steinmetze gleichzeitig beschäftigt gewesen sein. Remake by Skeglu. Genau. Die Map ist natürlich auch in der Videobeschreibung verlinkt, beziehungsweise ihr findet die ja auch in meinem Discord im Community-Content-Bereich. Let's go! So, und bevor wir angreifen, schauen wir uns das Ganze natürlich erstmal etwas genauer an. Aha, hier unten habe ich meine, boah, wirklich sehr, sehr kleine Armee, das ist wirklich winzig. Ja, und wir sehen jetzt hier schon, das Chateau de Coucy ist ein bisschen größer geworden, als er wahrscheinlich selber geplant hat. Er hätte wahrscheinlich eine größere Map wählen sollen. Aber nun gut, ich habe natürlich wieder Referenzbilder rausgesucht. Bevor wir die uns aber angucken, gucke ich mir das ganze Ding erstmal im Allgemeinen an. Ja, ich muss sagen, gefällt mir sehr gut. Ich habe ja schon selbst mal versucht, das Chateau de Coucy anzupassen und zu bauen. Ich muss sagen, das hier gefällt mir gar nicht. Ja, das ist aber leider natürlich ein Fehler von Stronghold, muss man ganz klar sagen. Ist trotzdem ein bisschen unschön. Ich empfehle, hier unten an die Füße dieser Mauern etwas hinzubauen, Mörderlöcher oder so, dann verschwindet hier oben diese Stelle. Dann gehen die Zacken bis ganz hoch. Das sieht dann vielleicht ein bisschen gleichmäßiger einfach aus, vielleicht so als Hinweis. Ich mag diese kleinen Flöcke hier. Die Kirche ist auch da, finde ich cool. Ja. Hier haben wir einiges an Häusern. Eine Kaserne, Waffenproduktion, Kornspeicher, Mangen, Ballisten. Unangenehm. Das ist ihm hier, finde ich, hier gut gelungen. Diese Mauer hier. Hier ist der Lord draußen. Ich mag auch die Stelle hier, diesen Übergang. Ist auch interessant gelöst. Ja. Natürlich eine Schwachstelle der Burg ist einfach, dass man hier durch kann. Also hier ist eine offene Stelle, wo man einfach hier in die Mauer rein kann. Das heißt, wenn man irgendwie schafft, auf die Mauer hier drauf zu kommen, ist man durch. Ja, gut, aber ja, ist hübsch gemacht. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal mit Referenz an. Ich finde übrigens auch diesen Maueraufgang hier auch sehr interessant. Das heißt, man muss einfach nur dieses Torhaus stürmen im Zweifel. Dann kommt man hier hoch auf die Mauer, kommt hier hinten runter die Treppe und ist im Bergfried. Er hat aber darauf geachtet, dass man nicht über die Mauer rein kann, weil hier alles leer ist. Beziehungsweise so ein Extragraben ist. Gut, schauen wir uns das Ganze jetzt mit Referenzbildern an. Ich habe mal ein bisschen was rausgesucht. Das ist jetzt die Ansicht so hier. Genau, das sehen wir jetzt hier. Gut, er musste natürlich aufgrund des Kartenendes jetzt ein bisschen einschrägen. Das gibt jetzt ein paar Abzüge in der B-Note, aber grundsätzlich kann man da sicherlich mal drüber hinweg gucken. Sonst wäre das eigentlich hier gerade gewesen, also hier so lang.
die Türme hier, ich weiß nicht, warum er sich jetzt für Verteidigungstürme entschieden hat. Für mich auf dem Bild sieht es eher nach Rundtürmen aus. Also ich hätte auch tatsächlich Rundtürme hier an dieser Ecke bevorzugt. Oder solche runden Bastionen aus Mauerstücken. Hätte man hier auch eigentlich ganz gut bauen können, wenn man jetzt keine Türme hätte nehmen wollen. Warum das jetzt Verteidigungstürme geworden sind, weiß ich jetzt nicht so genau. Landschaftstechnisch geht das aber ganz klar, finde ich. Also das sieht eigentlich soweit gut aus. Kann man, denke ich, so, ja, bewerten. Auf dem Bild sieht es aber natürlich ein bisschen länglicher aus, sage ich jetzt mal. Also mehr von hier nach da. Wie gesagt, Mapende hat das Ganze jetzt wahrscheinlich einfach erschwert. So, dann haben wir diese Ansicht. Das müsste... Ja, komm, können wir diese Ansicht eigentlich ganz gut nehmen dafür. Da sehen wir hier eine glatte Wand. Hier tatsächlich sieht man auf diesem Bild diesen Vorbau gar nicht mehr. Aber der ist auf dem Grundriss tatsächlich drin, von daher ist es okay, dass diese Stelle hier da ist in der Mauer, obwohl man es auf dem Bild nicht sieht. Die Rundtürme passen eigentlich sehr gut. Ich finde, der Part ist auch eigentlich der wichtigere von der Burg, deshalb den hier hinten, den können wir jetzt mal ein bisschen außen vor lassen. Aber der Part ist der wichtigere tatsächlich. Mir gefällt der Grundriss, wie der platziert ist, gefällt mir sehr, sehr gut. Maßstab ist ungefähr maßstabsgetreu. Also das passt ist jetzt nicht unnötig groß oder klein, also das ist soweit gut. Kann man also stehen lassen. Wie die Mauer hier abgeht an der Seite jeweils, einmal rüber und dann hoch, das passt mir auch sehr gut. Sieht sehr schön aus. Also ich muss sagen, hier die Kernburg ist sehr, sehr gut geworden. Genau, checken wir das noch kurz mit dem Grundriss ab. So sieht der Grundriss aus. Und wie hier sieht man auch im Grundriss wirklich diese Stelle hier in der Mauer. Also diese... Ja. Also da ist was gewesen auf jeden Fall, das sieht man. Ja, dann sieht man hier auch die Torhäuser. Also, beziehungsweise diese Übergänge, dieser große Graben, das passt alles auch soweit, das ist alles soweit gut. Auch hier mit dieser Holzpalisade gezogen, passt auch. Die Kirche ist auch, hat er auch gebaut, hat er dran gedacht. Die Mauer, die hier schräg abgeht, das sieht auch gut aus. Also, da kann man schon sagen, das ist eine wirklich, wirklich gelungene Version des Chateau de Coucy hier vom User Skeglu. Also wirklich, Grüße gehen raus. Ach, guck mal, ich sehe gerade, das ist ja hier... Ah, hier kommt man ja runter. Ach, das ist ja cool gelöst. Das sehe ich ja jetzt erst. Ist ja mega. Das heißt, man kann wirklich hier hinten rein und dann hier runter und dann hier hoch. Wahnsinn. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das heißt, das könnte man wirklich dann mal überdenken, ob ich die kleine Minitruppe mal hier hinten hinführe, hier hin. Und dann einfach mal schaue, ob ich dieses Tor hier an der Seite angreife. Scheint ja auch so ein bisschen ein Schwachpunkt zu sein. Ich schätze mal, diese weißen Flecken, die man hier sieht, das wird Pech sein. Vermute ich jetzt mal ganz stark. Mal gucken, ob es auch so ist. Gut, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Was haben wir denn zur Verfügung? Oh, okay, 11 Baumeister immerhin. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Die Leitern, gut, die würde ich als Feuerlockvogel nehmen. 10 Armbrustschützen, okay. Erstmal ein bisschen sortieren hier, weil ich gehe davon aus, dass ich gleich erstmal Angriffe ins Gesicht bekomme. Und ein paar Lanzen, naja gut. Also, ich würde sagen, das ist tatsächlich machbar. Könnte man schaffen mit dieser Truppe. Könnte man schaffen. Okay, offenbar kommt tatsächlich niemand. Ich dachte eigentlich, die Lanzenträger und Ritter werden sich jetzt rausbewegen, aber... Ach so, naja doch, das Tor ist ja offen. Also eigentlich müssen die doch rauskommen können, wenn sie wollen. So, ich lasse die jetzt mal alle dort hinten hingehen. Ja, das würde jetzt eine Weile dauern. Die Balliste schießt, das gefällt mir gar nicht. Die Streitkämpfer gehen jetzt alle hier hin, weil die denken, die Armee steht dort noch. Ah ne, warte mal, ein paar haben es schon gecheckt, dass es nicht so ist. Okay, gut, die Belagerungsgeräte haben aufgehört zu schießen. So. Ich denke, dass sie hier abgewertet werden sollten. Die Schützen dürfen ruhig mal schießen, also das ist ruhig erlaubt. Gut.
Die warten jetzt hier und hier. Ja, also landschaftstechnisch muss man sagen, okay, der Fokus ist jetzt halt wirklich sehr auf die Burg gelegt worden. Man hat hier ein bisschen Wald jetzt drumherum platziert und hier sonst ein bisschen freies Feld gelassen. Ist aber okay, finde ich. Also der Fokus liegt ja wirklich hier auf die Burg und ich finde, der ist gut gelungen. Was machen diese Bogenschützen hier? Patrouillieren die da oder was? Okay, interessant. Gut, dann kommen noch mehr? Nee, ich glaube, sonst kommt nichts. Nee, ich glaube, sonst kommt nichts mehr. So, okay, dann speichere ich das jetzt hier mal ganz kurz. Das ist jetzt hier Belagerung. Eigentlich ist das jetzt hier schon Part 3, also... Gut, dann gucken wir mal, was wir bauen können. Wir können alles bauen. 11 Baumeister. Ich überlege echt, auf Schilde zu gehen. Schilde und... Ja, ich glaube schon Schilde, ja. Und dann einfach so einen Schützentrupp bereit machen. Gruppe 1. Gruppe 2. So. Die Leitern und die Speere werden so Loktruppen sein. So schnelle Loktruppen. Die Streitkolbenkämpfer sind dann quasi so die... Die Brecher. So die Brechertruppe. Und die Truppe soll quasi den letzten Schlag führen. Das sind so die Feuerteufeltruppe, nenne ich sie jetzt einfach mal. Die sollen hier gucken, dass hier, ob dort Feuer ist. So, sehr gut. Die gehen relativ gleich. Und dann schicken wir kleckerweise auch dann die anderen Trupps vor. So. Ich meine, im besten Fall können die Leitern sogar anlegen, also... Ja, ja, da war Feuer. Das war mir fast klar. Oh, tatsächlich können die hoch. Na dann, let's go. Vielleicht schaffen die das sogar. Das wäre natürlich geil. Ja, also ihr dürft ruhig hoch. Ah, die Mangel sind ein Problem. So, vielleicht kann ich da viele nochmal weghauen. Den Lord werde ich damit nicht killen können, glaube ich, aber... So ein bisschen Vorarbeit leisten wäre cool. Oh! Ah, da habe ich jetzt gepennt. So, hier schön alles wegräumen. Das ist super, damit dann quasi jetzt die Schwertkämpfer relativ entspannt hier das Tor öffnen können. Das ist super. Okay. Oh, okay. Naja, gut, dann ist das halt so. So, ja, das Feuer darf da jetzt ruhig brennen, das... Stört jetzt hier nicht so sehr. Okay, cool. Ja, damit haben wir die Burg eigentlich eingenommen. Also, so richtig gefährlich wird das jetzt hier nicht mehr. Können die Bogenschützen eigentlich... Nee, die kriege ich da nicht mehr hoch. Aber mit dem Bogenschützen dürfte ich da eigentlich hochgehen können, oder? Wie lautet der Plan? Sie haben keine Chance für die Ehre. Na toll, da waren Spieße. Anyway. So. Ja, und die machen jetzt einfach das Tor auf und gut ist. Ich könnte natürlich jetzt auch mit den Bogenschützen die einfach so lange beschießen, bis die weg sind, aber das wird, glaube ich, ein bisschen den Rahmen sprengen. Ach komm, geht ruhig mal hier lang. Die sollen da mal ruhig noch ein paar Kills holen. Okay, cool. Ja, da haben wir das ja doch auf sehr schwer geschafft, ohne jetzt nochmal zusätzliche Hilfe. Das ist ja mal eine gute Sache. Und haben sogar noch ein paar Leiterträger. Oh, okay. Ich wollte gerade sagen, wir haben sogar noch ein paar Leiterträger übrig. Ah, naja, anyway. So, cool. Boah, eine Verteidigung wird da aber sau schwierig, glaube ich.
Kann ich mir vorstellen. Wir haben die Herrschaft über die Burg erlangt, Sire. Sieg! Alright. Angriff erfolgreich. Jetzt gilt es, dieses Monstrum von einer Festung. Warte mal, nee, ich bin in Invasion reingegangen. Ich Idiot, ich wollte Belagerung. Jetzt gilt es, dieses Ding zu verteidigen. Verteidigung auf sehr schwer. So. Ah, guck mal. Oh, okay. Also, da müssen wir jetzt natürlich mal ein bisschen hier ganz kurz mal die Truppen zusammenrufen. Mein Herr, in Bewegung. Ihr könnt auf uns zählen. Manchmal hilft nur Muskelkraft. Eure Befehle? So, alles, was da hinten ist, der Marsch ist da nicht mehr relevant. Bin zur Stelle. Oh. Das wird ähnlich wie vom Burgpfad selber sehr unangenehm werden, glaube ich. Was wünscht ihr? Aber mit der richtigen Knubbeltechnik sicherlich möglich. Ich glaube, ich brauche gar nicht versuchen, hier groß, ja, großflächig zu verteidigen. Brauche ich, glaube ich, nicht groß testen. Mein Bogen ist euer. Ja, ich brauche jeden Mann vorne an der Front. Dieser hintere Bereich, der ist völlig irrelevant, gerade für mich. Da braucht man nicht so viel. Ja, okay, das wird super unangenehm. Ich versuche es mal auf 40er Spieltempo. Ich versuche das mal auf 40er. Und Speicherung. Mein Herr? Eure Befehle? Alright. Bin zur Stelle. Feuer gefällig. Feuer gefällig. Ja. Feuer gefällig. Feuer gefällig. Mein Boden ist Feuer. Ja, meinetwegen zünde den ganzen Wald an, ist mir völlig egal. Ui, das ist ein großes Feuerchen. Interessant, die wollen vor allem hier rüben lang gehen. Finde ich spannend. Oh je, Belagerungsturm. Schieß den ab. Der Belagerungsturm ist ein Riesenproblem. Alter, wie viele Bogenschützen, Junge? 93. Das ist eine gute Zahl. Okay, die können gerne irgendwie ganz hinten rumgehen, wenn sie wollen. Die werden in der Zwischenzeit abgeschossen, das ist super. Was ich halt gerade super interessant finde, ist, dass die Katapulte nicht schießen. Der will die nur nah ranfahren, der will die aber nicht benutzen. Das ist ja, der Feind hat die Mauern eingerannt wegen dem blöden Rambock, wegen dem blöden Belagerungsturm. Okay, der ist zerstört, wunderbar. Jetzt wollen sie nämlich alle da hinten lang, glaube ich. Weil die denken, der Belagerungsturm ist... Okay. Was ist mit den Einheiten los? Okay, ich frage einfach mal nicht. Die denken wahrscheinlich, die haben die Mauern eingerammt durch den Belagerungsturm, vermute ich mal ganz stark. Oh Gott, aber die Ramböcke sind auch gerade hier nicht besser. Aber gut, nur wenn sie das Ding wegmachen... Ist das nicht so schlimm? Oh, jetzt, okay, jetzt fangen sie an einzurammen. Jetzt wird's ein kritisches Ding. Jetzt schießen sie auch mit den Belagerungsgeräten. Okay. Oh boy, was habe ich mir hier vorgenommen? Okay. Eigentlich, die Zerstörung dieses Turms hat denen jetzt eigentlich recht wenig gebracht, glaube ich. Wie nah die Katapulte rangeführt haben. Sehr interessant. Bei jedem ist alles weg. Okay. Ich muss gerade im Kopf alle Szenarien durchgehen. Das sind doch sehr, sehr viele Schwertkämpfer. Sehr viele Schwertkämpfer sind das. Das sind wirklich nicht viele Einheiten, die ich hier zum Knubbeln übrig habe. Ja, wenn die Mangel hier hinschießt, wäre das sehr gut.
Jetzt haben sie die Mauer eingenommen und die können... Ja gut, stimmt, die könnten jetzt einmal komplett den ganzen Weg laufen. Nein, was habe ich getan? Das war ja super dumm. Nein, ich bin so blöd. Was habe ich getan? Jetzt habe ich sie doch alle eingeladen, ich Idiot. Oh mein Gott, bin ich dämlich. Oh mein Gott, bin ich dämlich. Nee, Moment. Wir probieren das nochmal. Das war ja so dumm von mir. Ich hätte eine Mauer abreißen sollen. Nicht das Torhaus. Ich weiß nicht, warum ich jetzt das Tor abgerissen habe. Das war so eine Kurzschlussreaktion gerade. Oh, das gibt ein schönes Feuer. Ich lasse die, versuche die mal zu lassen dort. Feuerchen. Oh, das ist schön. So versucht direkt den Belagerungsturm zu geben. Baumeister hier vorne an der Front. Ja gut, okay, das ist jetzt weniger gefährlich. Weil die wollten jetzt über den Belagerungsturm wieder reingehen. Ich glaube, diese Mission ist halt auch so ein Ding von wegen, wenn du nicht alles richtig machst, dann also nur ein Fehler und du bist halt hinüber. Bruder ist da gefangen, oder? Boah, das ist ein Problem hier. Wäre schon schön, wenn die den Turm irgendwie safen könnten. Nein. Ich glaube, die wollten den jetzt wahrscheinlich im Nahkampf angreifen oder so ein Schwachsinn. Tja, naja gut, okay, jetzt ist der Turm halt weg, aber ist nicht schlimm. Es hilft mir sogar eher, wenn die jetzt hier über die Leitern gehen. Jetzt kommt der Panzermob. Ah, interessant. Was hat dieser Panzermob vor? Frage ich mich. Oh, Junge. Wie die von diesem Bollwerk herunterschießen, ey. Noch gehen die nicht über die Mauern. Das könnten sie vermutlich. Die könnten dann einfach hier so über die Mauern lang gehen. Hier lang. Hier hoch und dann hier rein. Aber wenn ich hier kappe, dann können die nicht mehr über die Mauer lang. Da können die zwei hier hinten rein, aber das nützt denen erstmal noch nicht viel, weil hier genug Feuer ist. Eure Befehle? Feuer gefällig? Feuer gefällig? Feuer gefällig? Pfeile bereit! Tja, was ist jetzt euer Plan? Was ist deren Mission, frage ich mich jetzt. Na gut, die könnten jetzt hier die Mauer angreifen, ne? Das wäre natürlich... gemein. Aber dann werden sie erstmal nur hier durch. Naja, mal beobachten, also. Bin zur Stelle. Sind auf dem Weg. Dass der Turm hier noch steht, ist beeindruckend. Ja. Ich versuche jetzt nochmal Männer zu sammeln, die da vielleicht ein bisschen sich bündeln können. Tja, jetzt seid ihr da drin. Schön für euch. Oh nein! Oh, ich sehe gerade was. Feuer gefällig. Oh, das wäre ein schönes Feuerfeuer. Oh, herrlich. Das dürfte ziemlich viel Schaden gemacht haben. Feuer gefällig.
Töte den mal bitte, danke. Oh. Das macht großes Aua. Feuer gefällig. Eure Befehle? Feuer gefällig. Ja, sehr schön. Wunderbar. Okay, hör mal auf zu schießen. Okay, gut. Ich denke, wir können jetzt erhöhen. Ich denke, wir haben es jetzt. Also. Sehr schön. Also, die sind gut vorgeschwächt. Die sind gut vorgeschwächt. Also, selbst wenn die durchkommen sollten, meine Truppe hier, die wird die wegknüppeln. So klar, die sind gleich durch. Irgendwo. Aber ich kann diesen Laden ja auch immer noch anzünden. Das würde ja immer noch gehen. Einer dieser Pechschütter. Sein Name ist Justus. So nenne ich ihn jetzt einfach mal. Der geht jetzt. Ah, okay, da ist er jetzt. Oh, das ist gut, das ist gut. Wenn er das jetzt versucht, ist das echt gut. Yes! Die absolute Feuerfalle des Todes für die jetzt. Ach so, da ist eine Treppe! Oh, wie gemein! Ach so, aber gut, es ist trotzdem gut, dass die da durchgehen, weil die brennen da jetzt trotzdem. Empfangt sie an der Treppe! Oh, die sind so vorgeschwächt. Durch Feuer und Pfeilhagel. Und dann müssen die hier erstmal mit diesen ganzen Bogenschützen hier beikommen. Also das ist schon heftig. Junge, Junge, Junge. Ja, Pfeile bereit. Ja, okay, ich denke, das ist jetzt eine geklärte Sache. Aber man muss sagen, die Mission, also Angriff auf sehr schwer ist schon sehr respekteinflößend, muss man sagen. Sehr respekteinflößend. Okay, ich denke, das ist jetzt. Soweit, der Rest klärt sich jetzt hier von alleine. Okay. Das Château de Poissy. Dieser eine Baumeister hier steht. Dieser Pfeilregen kommt kurz vor ihm hernieder. Aber gut, das kann man ändern. Man kann hergehen und die Mauer wieder besetzen. Ja, sobald die beiden tot sind, ist das Ding hier durch. Ja. Château de Poissy. Uiuiui. Also, das war eine stabile Runde. Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank fürs Zusehen, liebe Freunde. Dankeschön an Skeglu fürs Einreichen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Belagerungsmap wieder. Macht's gut, bleibt gesund und ciao.